Frische, gesunde Zutaten und die richtige Zubereitung. Umringt von vielen interessierten Besuchern kochte Sternekoch Johann Lafer saisonale Köstlichkeiten, die insbesondere für Menschen mit Diabetes geeignet sind. Heute gibt es einen mediterranen Gemüsesalat mit einem schönen Kräuterjoghurt und vielen frischen Kräutern insgesamt als Vorspeise. Dann machen wir ein Hähnchen mit Spargel, welcher in Speck eingewickelt wird und dann auch gegrillt wird. Und zum Dessert gibt es eine Variation von Erdbeeren. Wissen, was bei Diabetes zählt. Gesünder unter 7 ist das Motto der bundesweiten Aktion, die für 2 Tage im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim Halt machte. Seit knapp 10 Jahren setzt sich Sanofi gemeinsam mit Fachgesellschaften, Patientenorganisationen und Krankenkassen für Früherkennung und die bestmögliche Versorgung von Diabetikern ein. Wir gehen heute davon aus, dass 6% aller Menschen in Deutschland wissen, dass sie einen Diabetes haben. Aber wir wissen auch, dass genauso viele Menschen unter einem Diabetes leiden, ohne überhaupt davon zu wissen. Das heißt, der Diabetes ist eine stille Erkrankung. Und wir wissen auch, dass zusätzlich zu diesen annähernd 12% nochmal ungefähr 12% Menschen kommen, die ein sehr hohes Diabetesrisiko haben. Um festzustellen, ob man selbst zur Risikogruppe gehört, bietet Sanofi einen Diabetes-Risikocheck an. Viele wissen gar nicht, wie groß das eigene Risiko ist, von dieser Volkskrankheit betroffen zu sein. Beim Check werden nicht nur Blutzucker, Blutdruck und Taillenumfang gemessen, es stehen auch Fragen zu den Lebensgewohnheiten im Mittelpunkt der Beratung. Ebenso konnten Menschen mit Diabetes das neue Blutzuckermessgerät MyStar Extra testen und mitnehmen. Dieses Gerät berechnet einen HbA1c-Schätzwert und trennt auf Grundlage gemessener Blutzuckerwerte. Auch Daniel Schnelting profitiert von der vereinfachten Blutzuckermessung. Der 3-malige deutsche Meister im 200-Meter-Sprint ist im Alter von 5 Jahren an Diabetes erkrankt. Also ich bin jetzt seit 23 Jahren Diabetiker und ich habe selbst kennengelernt, dass man auch mit dem Diabetes gut leben kann. Und gerade das möchte ich gerade anderen Diabetikern mitgeben. Und deswegen bin ich auch Botschafter der Aktion Wissen, was bei Diabetes zählt, gesünder unter 7. Weil ich möchte zeigen, dass man mit dem Diabetes aktiv leben kann und seine Ziele verwirklichen kann. Neben ausreichend Bewegung spielt auch das Essen eine wichtige Rolle. Die richtige Ernährung kann das Diabetesrisiko reduzieren. Was heißt eigentlich gesunde Ernährung? Heißt, glaube ich, dass man zunächst mal sich überlegen muss, wie man heute mit etwas weniger Fett, etwas weniger Zucker kochen kann. Man sollte immer frische Produkte kaufen, saisonelle Produkte, die natürlich zur Jahreszeit am besten bei uns gedeihen. Und man sollte natürlich auch auf solche Sachen verzichten, wie zu viel Salz zum Beispiel, aber auch auf zu viel Kohlenhydrate. Wenn man das alles zusammenfasst, wenn man sich so ernährt, dann muss man nicht erst damit anfangen, wenn man Diabetes hat, sondern das sollte man schon grundsätzlich so machen. Und Diabetiker können eigentlich alles essen, nur sie müssen halt etwas ausgewogener essen, weniger von diesen Dingen, die ich gerade gesagt habe, und wenn möglich frisch und schonend zubereitet. Wer sich zu diesem Thema informieren möchte, der kann unter www.gesünder-unter-7.de nachlesen. Dort gibt es neben dem Risikocheck und weiteren Informationen zur Initiative auch tolle Rezepte von Johann Lafer zum Herunterladen und Ausprobieren.